Als Gott die ersten Menschen in den Garten Eden setzte, so erzählt man, stimmten die Vögel zur Begrüßung ein derart fantastisches Konzert an, dass die ganze Schöpfung vor Staunen in ehrfürchtige Andacht versank. Alle anderen Tiere verharrten in regloser Ruhe. Die Blumen öffneten ihre Blüten und die Winde stellten ihr Tosen ein. Niemand wagte, diesen paradiesischen Klang zu stören. Es war das erste Konzert auf der Erde und verfehlte nicht seine Wirkung. Gott selbst war so ergriffen, dass er von seiner Arbeit ruhte und diesen Tag für heilig erklärte. Knapp unterhalb des Tempels steht die Statue der Göttin. Sie zeigt mit ihrer rechten Hand auf den Hain, in den sie einzutreten scheint. An dieser Hand ist offensichtlich etwas abgebrochen, wofür es verschiedene Erklärungen gibt, darunter die folgende kurze Legende. In der Kühle des Hains pflegten die Philosophen am späten Tage, sich zu angeregten Gesprächen zu treffen. Untereinander, aber auch mit ihren Schülern. Die Göttin hielt auf ihrer Hand eine kunstvoll gefertigte Eule. Als der große Lehrer starb, sei diese zu Leben erwacht, habe die Flügel ausgebreitet und wollte sich kraftvoll in die Lüfte erheben, aber sie musste sich regelrecht losreißen. Dabei habe sich ein Stückchen der Hand der steinernen Göttin in ihren noch verkrampften Krallen gefangen. Doch unverdrossen schwang sich die Eule dann hoch auf und trug die Weisheit des Philosophen in die Tiefe des Abendlandes. Vermutlich war dies der erste freie Flug des Geistes.
Er wurde mit großzügiger Gastfreundschaft aufgenommen und mit Verwunderung darüber, wie er den einzigen Zugang zu ihrer Stadt finden konnte. Eine tiefe, verborgene Schlucht inmitten eines Felsmassivs. Die Ältesten boten ihm an, ja, sie bedrängten ihn geradezu, bei ihnen zu bleiben. Als er sie nach 2 Monden dennoch verließ, standen die Wächter zu beiden Seiten der Schlucht auf der Höhe und bewarfen ihn mit Felsbrocken. Zu groß war ihre Furcht, die Kunde der Stadt könnte sich in die Welt verbreiten. Er aber wanderte aufrechten Ganges weiter und kam, so wird's berichtet, wie durch ein Wunder unbeschadet hindurch. Zu dieser Zeit mordete und brandschatzte eine Räuberbande im ganzen Land.
Mögliche Gegner schüchterten sie ein, indem sie in den Dörfern grausam verstümmelte Leichen liegen ließen. Durch Zufall war er auf ihr Versteck gestoßen. Mit der größten Vorsicht schlug er sich zum Hauptmann der königlichen Garde durch. Der lobte seinen Mut. Endlich könne man der Bande den Gar ausmachen. Als er tags drauf den Hauptmann in scherzendem Gespräch mit drei Räubern erblickte, stockte ihm das Herz. Er selbst hätte wohl fliehen können, doch hatte er Frau und Kind.